ihr Süßen! Schön, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Denn in den letzten Wochen hat sich wieder ein riesiger Beauty-Müllberg bei mir angesammelt. Und in diesem Video möchte ich euch jetzt erzählen, ob ich mir die Sachen nachkaufen würde oder nicht. Also wenn ihr Lust darauf habt, dann macht es euch gemütlich, holt euch am besten was zu knabbern und was zu trinken. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Als erstes habe ich hier von Balea das Duschgel Zuckerschnute. Das soll zitronenfrisch duften und ich finde, das tut es auch. Ich mochte den Duft sehr, sehr gerne. Der war so ein bisschen süßlich nach Zuckerwatte und da stehe ich persönlich total drauf. Das hier ist jetzt ein Revival gewesen, also das gab es ja vor einigen Jahren schon mal als Limited Edition bei Balea. Und ich habe mir das im Set nachgekauft. Allerdings gibt es das jetzt nicht mehr dafür, aber das Duschsmoothie einzeln im Regal, also da müsst ihr mal gucken. Wie gesagt, ich würde mir das wieder nachkaufen, weil ich einfach diesen Duft so sehr liebe und ganz toll finde. Dann gleich das nächste leere Produkt von Balea und zwar ist das eine Dusche und Creme. Ebenfalls so eine limitierte Edition und zwar die M. Lieb dich, die 2 Millionen Fan Edition mit dem Kirsch- und Mandelduft. Auch das hier war früher schon mal als Limited Edition erhältlich. Und wurde dann einfach nochmal rausgebracht, weil viele gesagt haben, oh, das riecht so toll. Auch ich war eine davon. Ich mag einfach diesen süßen Duft. Kommt immer drauf an, was für einer. Aber der hier wirklich sehr, sehr lecker nach Kirsche. Und ja, also für den Herbst, Winter war das dementsprechend auch super lecker. Und mochte ich, würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann habe ich hier von Rival de Loup diese abschwellenden Augenkonturen-Pads aufgebraucht. Ja, die sind für feuchtigkeitsarme Haut. Und sollen gegen Fältchen Soforthilfe leisten, auch kühlend wirken. Das lege ich mir immer in den Kühlschrank und dann gebe ich mir diese Pads wirklich auf die Augenringe. Und das hilft so gut, wenn ihr geschwollene Augenringe habt. Also ihr müsst das einfach mal austesten. Die hier, wie gesagt, von Rival de Loup finde ich ganz, ganz, ganz klasse. Erfüllen ihren Zweck und auch diese Packung würde ich mir wieder nachkaufen, beziehungsweise habe ich, glaube ich, auch schon. Aber es kommt immer drauf an, je nachdem, wo ich gerade bin, nehme ich mir so eine Packung mit und ist einfach toll, gerade jetzt im Sommer, wie gesagt, in den Kühlschrank und das hilft einfach so bombastisch gut. Dann habe ich aufgebraucht von Schwarzkopf Gatsubi Schutzengel, meine allerliebste Hitzeschutz-Lotion hier mit bis 220 Grad. Also je nachdem, ob ihr eure Haare föhnt, glättet, Locken macht und so weiter und so fort, verwendet einfach immer so einen Hitzeschutz. Egal welchen, ich finde den einfach toll, weil ich finde auch, dass er so ein glossiges Finish hinterlässt auf den Haaren und einfach so traumhaft gut riecht. Den verwende ich schon seit vielen, vielen Jahren und ich habe zwischendurch auch andere getestet, aber ich komme immer wieder auf diesen Schutzengel zurück und wie gesagt, ich finde den ganz toll, der pflegt so ein bisschen meine Haare und ich denke mal, dass er gut schützt, also zumindest geht es meinen Haaren gut und deshalb kann ich euch das auch empfehlen, finde ich ganz toll. So, mit was machen wir weiter? Mit dem Paula's Choice Skin Perfecting BHA Gel. 2% ist das, wie gesagt, von Paula's Choice. Das ist so ein chemisches Gesichtspeeling. Das könnt ihr tagtäglich verwenden, wenn ihr möchtet. Zweimal sogar, aber ich persönlich habe das immer nur am Abend verwendet. Und danach habt ihr so tolle, babyzarte Haut. Also riechen tut es minimal so ein bisschen, aber eigentlich angenehm. Und wie gesagt, ist so eine Gel-Konsistenz und ja, das ist einfach ein tolles Peeling. Überlasse ich euch schon öfters mal in meinen Favoritenvideos was erzählt habe. Auch das hier würde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Ich probiere mich gerade durch andere Peelings so ein bisschen durch. Aber ansonsten, das hier war auf jeden Fall ein Top-Produkt. Hat natürlich auch einen stolzen Preis, aber ich finde, gerade bei Gesichtspflege sollte man nicht sparen. Und deshalb guckt euch mal dieses Peeling an von Paula's Choice. Auch das fand ich ganz klasse. Als nächstes habe ich aufgebraucht von Sebamed eine Body Milk mit, ja, für mehr Feuchtigkeit eigentlich. Und die fand ich so, so toll. Gerade jetzt in der Schwangerschaft, ja, mag ich das einfach sehr, sehr gerne, meinen Bauch wirklich mit so einer Lotion oder so einer Milk einzureiben. Und die hier hat sehr viel Feuchtigkeit gespendet und die roch auch bombastisch gut. Also das hätte ich jetzt so auf den ersten Moment von Sebamed gar nicht erwartet. Aber hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, hat auch ein bisschen die Haut geglättet, gerade um den Bauch herum. Und aus dem Grund kann ich euch das ans Herz legen. Also wenn ihr auf der Suche seid, gerade wenn ihr jetzt vielleicht sehr trockene Haut habt oder auch sehr sensible Haut, die ich jetzt zum Beispiel habe und nicht alles vertragt, dann guckt euch mal diese Body Milk an von Sebamed.
Die ist wirklich feuchtigkeitsspendend, ganz, ganz feuchtigkeitsspendend und ganz klasse. Und die werde ich mir auch wieder nachkaufen, definitiv, weil die hat mich echt überzeugt, fand ich gut. Leer geworden ist zudem noch von Kneipp dieses Winter Aroma Pflege Schaumbad Sonderedition Besinnlichkeit mit Vanille, Nelken, Orangen und Mandel. Ich glaube, jetzt gibt es das nicht mehr in dem Regal, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. War so um die Weihnachtszeit rum aktuell und habe ich mir auch gekauft. Liebe ich, beziehungsweise mochte ich. Und ich glaube, ich würde mir das im nächsten Winter auch wieder nachkaufen, weil das für mich nach Winter pur roch, nach Weihnachten pur und so toll geschäumt hat. Das kann ich euch ans Herz legen, aber generell von Kneipp die anderen Pflegeschaumbäder finde ich auch ganz, ganz toll. Haben mich echt überzeugt, ja, kann ich nicht meckern und finde ich klasse. Absolutes Nachkaufprodukt dann wieder im Herbst und im Winter. Dann habe ich leer gemacht von IM, das ist glaube ich eine Marke aus der Schweiz, also bei uns in Deutschland glaube ich gibt es sie nicht. Ein Handbalsam Mango, roch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr fruchtig, hat auch gut gepflegt, jetzt nicht so toll, also wenn ihr trockene Haut habt, gerade wenn ihr jetzt in der Schweiz wohnt oder so, kennt ihr das vielleicht, aber der Duft war auf jeden Fall sehr sommerlich und ich mag ja diese Pumpspender so als Lotion sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ich glaube aktuell bei DM habe ich nur einen Pumpspender gesehen, was diese Handlotion angehen. Früher gab es doch die auch mal in so einer Verpackung, oder? Könnt ihr mir unten mal in die Kommentare reinschreiben, falls ihr das noch wisst. Ich meine schon, finde ich zurzeit nicht mehr außer dieses Golden Glamour, glaube ich, heißt das. Und da fülle ich dann einfach immer die Handcremes rein. Aber ansonsten, wie gesagt, das hier war auf jeden Fall gut. Hat auf jeden Fall auch okay gepflegt, aber der Duft war sehr angenehm. Dann ein Trockenshampoo von Batiste und das finde ich toll. Also ich bin großer Batiste-Fan, was das angeht bei den Trockenshampoos. Coconut and Exotic Tropical, ich glaube, das hier gibt es nur bei Douglas. Also ich habe mir das zumindest damals bei Douglas geholt. Wenn ihr zwischendurch mal sagt, okay, ich möchte nicht jeden Tag meine Haare waschen, aber sie sind vielleicht ein bisschen fettig am Ansatz oder sie brauchen ein bisschen Volumen, Push-Up-Effekt, dann guckt euch mal dieses Trockenshampoo an oder generell von Batiste. Die kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen und empfehlen. Die finde ich ganz, ganz klasse. Die riechen meistens so unfassbar gut. Auch das hier, das war vom Duft her so lecker. Ich habe jetzt aktuell das braune, also für braune Haare in Gebrauch und auch das hier hat mich so überzeugt. Aber die tun ihren Zweck besser als alle anderen, die ich bisher getestet habe. Deshalb kann ich euch das ebenfalls ans Herz legen. Und die Batiste Trockenshampoos werde ich mir auch weiterhin noch nachkaufen, weil die sind echt toll. Also meinen Haaren gefallen die echt sehr, sehr gut. Dann leer geworden von Rituals, das Miracle Scrub Handpeeling, Soft Hand, Ultra Softening Hand Scrub, so. Ja, ein Handpeeling einfach. Von Rituals kann ich auch nicht meckern. Ich mochte diesen Duft am Anfang gar nicht, das weiß ich noch. Aber dann irgendwann war ich so, so angetan und so begeistert davon. Super, super, super lecker und hat so toll gepeelt. Super weiche Haut gemacht, sehr schön gepflegt. Auch diesen öligen Film auf der Haut noch hinterlassen, aber nicht zu fettig. Richtig angenehm, da musste ich mir nicht nochmal meine Hände eincremen. Und falls ihr mal bei Rituals seid, dann probiert das einfach mal aus. Das ist echt jeden Cent wert und mal gucken, ich lasse mir das glaube ich wieder schenken, weil die sind ja nicht so, so günstig. Aber an sich weiß ich, dass ich mich darauf verlassen konnte, war eines meiner liebsten Handpeelings und fand ich ebenfalls super. Dann leer geworden von Catrice, diese Lash Boost Lash Extension Fibers, die es ja leider, leider Gottes nicht mehr gibt, was ich so, so schade finde. Ich fand die so toll und ich habe darauf geschwört. Wie gesagt, das waren solche Fäserchen. Na, konntet ihr einfach, nachdem ihr da eure Wimpern getuscht habt, einmal die auftragen und das hat das Ganze nochmal so verdichtet, verlängert, ja, einfach so bombastische Wimpern gezaubert und danach konntet ihr nochmal eine Mascara-Schicht auftragen und ihr hattet, ja, Wimpern eigentlich wie künstliche Wimpern und war für mich to go, einfach perfekt. Aber wie gesagt, wurde von Catrice aus dem Sortiment rausgenommen, denke ich zumindest, glaube ich. Also ich wollte es mir irgendwann wieder nachkaufen, dann war es weg. Schade, schade, schade. Ich muss mal gucken, ob es irgendeinen Ersatz gibt. Falls ihr einen guten Ersatz kennt, schreibt es mir ebenfalls mal in die Kommentare rein, weil ich finde sowas eigentlich viel besser, weil Wimpern aufkleben ist überhaupt nicht mein Fall. Also keine Ahnung, da stelle ich mich immer an, wie weiß Gott wer. Und ich kriege es einfach überhaupt nicht auf die Reihe und dann weiche ich immer darauf aus. Aber wie gesagt, leider ist es aktuell nicht mehr erhältlich. Dann habe ich hier mal reingeschmissen von Yankee Candle so eine kleine, ja, Duftkerze in der Duftrichtung Icicles. Generell finde ich Yankee Candle ganz, ganz, ganz toll. Das war jetzt allerdings nicht mein Duft.
Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Roch jetzt nicht schlecht oder so, aber keine Ahnung, ich habe das dann gerochen im Zimmer und irgendwie war das einfach nicht mein Fall. Man hat mal solche Düfte und das speziell würde ich mir nicht nochmal nachkaufen, aber es gibt ja genügend Auswahl bei Yankee Candle und ja, ich bin sowieso so ein Opfer und kaufe mir diese Teile auch in groß dann immer. Aber wie gesagt, Icicles war jetzt nicht so mein Fall, ist natürlich auch eher was für den Winter, aber generell würde ich mir das speziell nicht nochmal holen. Dann von Salt House Totes Meer Therapie, diese Feuchtigkeitshandcreme. Die habe ich auch schon in einem meiner Favoritenvideos, glaube ich, gezeigt oder so. Finde ich ganz, ganz, ganz toll. Also pflegt unglaublich gut. Trockene Hände, die sind einfach so, so weich, zart gepflegt. Rissige Hände werden schön ja, geheilt, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr sensible Haut habt, dann guckt euch das mal an. Das ist auf jeden Fall ein Handcreme, auf das ich wieder zurückgreifen würde. Ich werde jetzt natürlich erstmal ein paar aufbrauchen, ganz klar, ich habe noch einen Backup-Vorrat bei mir stehen, aber ansonsten ganz, ganz, ganz tolle Handcreme und mit 75 ml auch perfekt für die Handtasche für unterwegs und super Produkt. So, dann habe ich hier, glaube ich, zwei oder drei, ich muss mal gucken, ich glaube jetzt zwei erstmal Produkte von meiner, ja, Pflege, Hautpflege-Serie von La Roche-Posay, weil ganz viele gefragt haben, dass ich eigentlich gar nicht irgendwelche ja, Gesichtspflegeprodukte in meinen aufgebrauchten Videos zeige, weil ich seit Jahren eigentlich diese Reihe verwende. Zum einen habe ich hier die große Flasche von dem ja, Schaum, einfach diesen Reinigungsschaum mit 400 ml und dann habe ich hier diese porenverfeinernde Lotion, also das ist einfach wie so ein Gesichtswasser mit Mikropartikelchen. Und das soll die Poren so ein bisschen verfeinern und das Verstopfen bekämpfen und ist für empfindliche Haut geeignet. Ich habe auch schon mal eine Review dazu abgedreht. Finde ich toll. Aktuell habe ich eher tendenziell trockene Haut. Also da muss ich momentan ein bisschen was anderes verwenden. Aber ich denke mal, nach meiner Schwangerschaft werde ich diese Reihe wieder kaufen. Die ist zwar ein bisschen teurer, aber das ist, wie gesagt, seit Jahren meine Gesichtspflege, auf die ich mich verlassen kann. Die einfach toll ist und richtig spitze wirkt. Und ja, gibt es zum Beispiel bei Amazon oder eben auch, ich glaube, bei Müller. Aber bei Müller gibt es nicht alle Produkte, die ich jetzt zum Beispiel getestet habe. Die bestelle ich mir dann immer online generell. Aber an sich, wie gesagt, meine Hautpflegeserie, auf die ich mich auch schon seit Jahren verlassen kann. Dann habe ich hier eine Duschcreme von Tropical Moon und zwar Sweet Apple Pie Hugs. 500 ml fand ich ganz, ganz toll. So im Herbst war das auf jeden Fall der perfekte Duft. Oh, und den mochte ich sehr, sehr gerne. Also das war auch eine limitierte Edition. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die, dass die noch im, ja, in einem Regal steht. Ja, muss ich einfach mal gucken. Würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Aber ich glaube, ich habe sogar noch eine Flasche da. Ich muss erstmal meinen Vorrat so ein bisschen aufbrauchen. Aber generell fand ich die gut vom Duft her und Pflege kann ich auch nicht meckern. Also die ist ja für meine Haut an sich ganz, ganz geeignet. So, dann habe ich noch hier so eine kleine ja, Probegröße von dem Batiste Trockenshampoo in der Duftrichtung Fruity and Cheeky Cherry aufgebraucht. Und auch die fand ich toll. Die war relativ schnell leer. Ich weiß nicht, wir haben hier nur 50 ml drinnen. Aber an sich, wie gesagt, wie eben gerade schon erwähnt, Batiste Trockenshampoos, egal welche Duftrichtung, sehr zu empfehlen. Auch die hier fand ich toll. Haben einen ganz, ganz, ganz tollen Effekt. Und deshalb, ja, Batiste auf jeden Fall von mir 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viel. Daumen nach oben finde ich ganz hervorragend. Weniger begeistert war ich von diesen Reinigungstüchern von Balea, aber ich glaube, das sage ich irgendwie in jedem Video und ich kaufe sie mir trotzdem immer wieder nach wegen diesen Boxen. Und zwar sind das die feuchtigkeitsspendenden Reinigungstücher Fresh Purple. Das war eine limitierte Edition. Ich meine, die gibt es nicht mehr. Die gibt es immer im Zweierpack, wie gesagt, mit so einer Aufbewahrungsbox und ja, so für, ja, um Swatches zu entfernen oder so, finde ich die ganz toll. Aber für Gesichtsreinigung und Make-up oder so zu entfernen, das ist nicht mein Ding. Die bekommen mein Make-up überhaupt nicht runter. Und ja, wie gesagt, ich kaufe sie mir trotzdem immer wieder nach. Also zumindest dann immer abwechselnd, je nachdem, was gerade limitiert auf dem Markt ist. Und dann habe ich hier zwei Schaumbäder bzw. Badekristalle. Zum einen von Kneipp. Hab dich ja lieb mit Himbeere und Preiselbeere. Finde ich auch ganz toll. Kaufe ich mir immer wieder nach. Die kommen bei mir immer mit in die Badewanne. Die riechen auch traumhaft gut. Und auch ein Favorit von mir. Habt ihr auch
mit Sicherheit schon ganz, ganz oft in meinen Videos gesehen von Dresdner Essenz Winterbad, Zimt, Nelke und Orange. Davon habe ich auch noch jede Menge Backups da limitiert, aber kommen ja meistens dann immer wieder im Herbst und Winter in den Handel. Und da müsst ihr auf jeden Fall auch mal dran schnuppern, wenn es dann wieder soweit ist Ende des Jahres. Dann habe ich noch leer gemacht von Schwarzkopf 3 Wettertaft Volumenschaumfestiger Feines Haar. Da war ich auch sehr begeistert von. Nachdem ich ja meine Haare abschneiden lassen habe, von lang auf kurz, habe ich angefangen, solchen Schaumfestiger zu verwenden, weil es einfach toll ist. Knetet man sich in die Haare und ich finde, das gibt nochmal so einen extra Push-Up-Effekt, so ein bisschen Volumen, weil ich habe ja doch sehr, sehr feines Haar, das einfach sehr glatt ist auch. Und da finde ich das von Vorteil, das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, knete ich mir dann schön in die Haare und dann föhne ich sie und toll, also hält den ganzen Tag eigentlich. Kann ich euch ans Herz legen, aber da wechsle ich auch immer ständig ab und kaufe mir immer mal andere Produkte, weil ich natürlich auch testen möchte. Außerdem leer geworden ist hier von Rexona das Maximum Protection Antitranspirant, die Creme Clean Scent. Finde ich super, ist ein bisschen teurer hier mit dem Drehmechanismus. Die Creme trägt man dann vorzugsweise am Abend auf und wirkt dann über Nacht und schützt euch den ganzen kompletten Tag. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem super tollen Deo, dann schaut euch das mal an, das hat mich echt überzeugt und das werde ich mir in der nächsten Zeit auch wieder nachkaufen. Ich habe jetzt aktuell das Grüne in Gebrauch und das finde ich sogar vom Duft her persönlich noch einen Ticken besser. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber generell, das Deo ist auf jeden Fall top. Dann haben wir hier ein Rasiergel leer geworden, Pink Grapefruit für empfindliche Haut. Wie gesagt, Pink Grapefruit und Frangipani vom Duft her. Kaufe ich mir auch immer wieder nach, diese Gels, und je nachdem, was gerade auf dem Markt ist. Aktuell ist gerade eins mit Kokos. Oh, das ist echt genau mein Fall und auch die Optik finde ich immer sehr toll. Rasiergels bevorzuge ich dem Schäumen und ja, kann ich auch nicht meckern. Sind günstig von Balea und kaufe ich mir, wie gesagt, auch immer wieder nach. Dann habe ich hier dieses zweite Produkt aus diesem Set der Balea Zuckerschnute, das Body Soufflé so. Und man riecht sogar noch so ein bisschen raus. Einfach toll. 50 Milliliter waren bei mir recht schnell leer, aber finde ich gar nicht schlecht. Also so kann man dann auch mal wirklich Sachen aufbrauchen. Und wie schon gerade erwähnt, ich mochte den Duft. Von der Pflegewirkung war es auf jeden Fall okay und akzeptabel. Und ja, auch das hier wegen des Duftes würde ich mir immer wieder nachkaufen. Finde ich ganz, ganz, ganz klasse. Dann hier, huch, der Deckel ist schon weggeflogen, hier von Bath & Body Works Warm Vanilla Sugar, das habe ich mal von meiner besten Freundin geschenkt bekommen. Ach, das muss ich mir wieder mitbringen lassen aus den USA, das ist so lecker. Das riecht für mich einfach nach Weihnachten pur und ich bin ja ein großer Vanille-Fan. Und deshalb war das genau mein Fall. Das roch wirklich so richtig warm, wohlig nach Weihnachten und nach Vanille. Ich habe so gerne damit geduscht und ja, wie gesagt, falls ihr mal jemanden kennt, der Urlaub macht, dann lasst euch mal so eine Probiergröße, die sind ja schnell aufgebraucht, mitbringen. Ganz, ganz, ganz klasse. Und dann habe ich hier wieder ein Top-Produkt von Carmex. Ja, also ich weiß nicht, ich mag Carmex sehr gerne. Ich mag dieses mentholige Gefühl auf den Lippen, pflegt sehr, sehr gut und ist deshalb bei mir auch immer schnell aufgebraucht, Lippenpflege. Top, auf jeden Fall. Und ja, deshalb auch das hier. Ein heißgeliebter Favorit von mir, den ich mir immer wieder nachkaufen würde. So, was haben wir noch Schönes? Ich mache mal weiter mit den Masken. Da sind es einige im Schnelldurchlauf. So, also wenn ich Zeit habe und mich in die Wanne legen kann, dann mache ich immer so eine Gesichtsmaske. Zum einen habe ich hier von Lavera eine Tiefenreinigungsmaske mit totes Meer, Salz und Bio-Limone. Sehr, sehr empfehlenswert, Mädels. Also die muss ich mir auch unbedingt wieder nachkaufen. Die ist ganz, ganz, ganz klasse. Hätte ich nicht erwartet, aber hinterlässt wirklich so ein tiefen, gereinigtes Gefühl auf der Haut. Und deshalb werde ich mir die auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Auch toll fand ich von Luvos diese Vitalmaske mit Quittenextrakt und naturreiner Heilerde. Auch auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt, jetzt nicht unbedingt, aber es war schon eine tolle Maske. Dann hier von Schäbens, Goji und Akai Maske, vitalisiert und schützt. Und auch die fand ich ganz toll, hat richtig schön eine weiche Haut gemacht und für zwischendurch Energie und Feuchtigkeit verliehen. Und bei Schäbens wechsle ich natürlich auch immer ab, je nachdem, welche mich gerade so ein bisschen anlacht. Dann habe ich hier, oh, die habe ich glaube ich sogar zweimal aufgebraucht, seht ihr? Ich hatte die nämlich nochmal hier von Luvos Vital. Die ist wie gesagt toll.
Und dann habe ich hier noch eine ganz, ganz tolle Maske, die sehr günstig ist, aber wirklich top von Rival de Loup. Totes Meermaske, klärende Reinigungsmaske. Ihr müsst euch die mal unbedingt holen. Die ist wirklich, wirklich klasse von der Konsistenz, vom Duft, vom Pflegegefühl anschließend, von der Reinigungswirkung. Also hat mich echt überzeugt. Und da muss ich mir unbedingt noch viele holen. Gerade wenn die öfters mal im Angebot sind bei Rossmann, dann werde ich zuschlagen und solltet ihr auch, weil die ist echt toll empfehlenswert. Dann habe ich hier von Essence solche Minis to go Hand and Body Wipes. Ich glaube, die gibt es exklusiv bei Müller. Korrigiert mich, wenn ich damit jetzt falsch liege. 15 Stück waren da drin, die fliegen immer in meiner Handtasche rum. Und da habe ich immer auch ganz verschiedene, also solche Wipes, solche Desinfektionshändetücher oder auch so ein Gel oder so habe ich immer in meiner Handtasche. Und deshalb, ja, kommt immer drauf an. Aber die fand ich nicht schlecht, waren okay. Gegen Ende waren die zwar ziemlich trocken, aber ich hatte die auch wirklich lange Zeit schon in meiner Tasche drin. Und da war das wirklich dann auch verständlich. Dann hier von P2 Professional Perfect Face and Refine and Prime. Ja, einfach diese, ja, das kaschiert so ein bisschen Hautunebenheiten, mattiert und soll ein seidiges Hautgefühl verleihen. Das könnt ihr dann unter dem Make-up auftragen oder auch im Alltag einfach unter BB-Cream oder gar nichts. Also einfach, um eure Haut so ein bisschen ebenmäßig zu machen. Finde ich gut, enthielt sehr, sehr viel Silikon. Ich meine, das gibt es gar nicht mehr. Also ich brauche jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, weil ihr bekommt das, glaube ich, nicht mehr. Was ich sehr, sehr schade finde, weil es wirklich ein tolles Produkt war. Aber gerade wenn einem die Produkte so ein bisschen zusagen und die aus dem Sortiment gehen, was will man machen? Dann etwas, was ich nicht so toll fand, und zwar von Merz Spezial Beauty Talent. Ein Intensivkonzentrat 5 in 1. Ja, soll Dehnungsstreifen und Hautunebenheiten, Faltennarben und gleichmäßige Hauttönung so ein bisschen entgegenwirken. Fand ich nicht toll. Also der Duft war so, so schrecklich. Vielleicht war ich auch sehr sensibel, gerade am Anfang in der Schwangerschaft. Aber war überhaupt nicht mein Fall und war mir auch zu dick in der Konsistenz. Also ich glaube, das ist auch nicht sehr, sehr günstig, deshalb würde ich mir das definitiv nicht nochmal nachkaufen und kann es auch nicht weiterempfehlen, gerade wenn ihr schwanger seid. Seid vorsichtig. Dann haben wir aufgebraucht von DM das Gesunde Plus, solche wasserabweisenden Pflasterstrips. Ja, 20 Pflaster in 5 Größen, kann man eigentlich auch nicht meckern. Hat man eigentlich auch ständig zu Hause, weil es kann ja immer wieder mal was sein. Und so eine Packung kaufen wir uns auch generell, wenn wir bei DM sind, immer wieder nach. Dann ein absolut super tolles Produkt von Alverde Naturkosmetik, die Mama Glück Körperbutter Wilde Malve. Und die habe ich euch auch schon in einem meiner Favoritenvideos gezeigt, weil ich die so, so klasse finde. Also erstmal riecht die so traumhaft gut. Von der Konsistenz her ist es eine richtige Körperbutter, also nicht zu flüssig und nicht zu fest. Lässt sich schön verteilen, zieht sehr gut ein. Und ja, wie gesagt, Babybauch, wenn der wächst, soll man eigentlich immer schön einreiben. Und da finde ich das auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz tolle, tolle Körperbutter, die ich euch ans Herz legen kann. Oder auch wenn ihr nicht schwanger seid, generell pflegt die wirklich gut. Und Ökotest sehr gut, kann ich euch ans Herz legen. Auch die hier werde ich mir nochmal in der Schwangerschaft nachkaufen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Auch der Balea Sensitiv Lippenbalsam, den habe ich mir wieder geholt, weil ich gemerkt habe, dass ich wieder sehr, sehr stark und sensibel an meinen Lippen reagiere, auf verschiedene Lippenbalsame. Und deshalb sensitiv kann ich mich auf jeden Fall auch verlassen. Und der ist super günstig und ich glaube, ich habe auch schon wieder einen in Gebrauch, weil ich, wie gesagt, mich darauf verlassen kann, ganz toll finde. Auch wenn ihr jetzt vielleicht Probleme habt, was das betrifft, dann guckt euch mal diesen Lippenpflegebalsam-Stift an. Der ist wirklich ganz klasse. Wie auch das nächste von Balea, der Augen-Make-up-Entferner, waterproof, ölhaltig. Also mir macht das nichts aus, dass der ölhaltig ist, weil danach gehe ich einfach nochmal mit einem Waschgel über mein Gesicht drüber und dann verschwindet auch dieses Gefühl. Aber ich finde einfach, dass das der beste Augen-Make-up-Entferner für mich persönlich geworden ist und super gut das Augen-Make-up runterbekommt, ohne dass man lange dran rubbeln muss. Gerade wenn man jetzt Wimperntusche hat und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, der ganze Schmodder und so weiter und so fort. Und das ist so ein Zwei-Phasen-System, das heißt, man schüttelt das Ganze und dann gibt man das auf dem Wattepad, hält sich das kurz aufs Auge und kann das einfach schön abnehmen. Super toll, super günstig, empfehlenswert, absolutes Spitzenprodukt von Balea, das ich mir natürlich auch dann wieder nachkaufen werde. Außerdem habe ich aufgebraucht eine limitierte Edition, das Cremeöl Duschpeeling Vanille und Mandel von Balea. Ja, habe ich euch auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich glaube, das steht aktuell auch noch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in den Regalen bei DM. Ja, das war am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Duft her.
Aber gegen Ende hin mochte ich das umso mehr, dann irgendwie, keine Ahnung warum, wegen der Vanille wahrscheinlich. Mandelduft, ja, war auch in Ordnung auf jeden Fall. Würde ich mir bestimmt nochmal nachkaufen, wenn es das nochmal geben würde. Ist auf jeden Fall ein ganz tolles Produkt auch gewesen, auch von der Peeling-Körnung her, was optimal, also nicht zu stark körnig und auch nicht zu schwach, ganz perfekt. Und zu guter Letzt habe ich hier von L'Oreal noch meinen Super Slim, Super Liner Perfect Slim Eyeliner aufgebraucht. Den kennt ihr ja, den habe ich mir mittlerweile auch schon wieder nachgekauft. Mit dieser Filzspitze finde ich ganz toll. Also am Anfang mochte ich den ja überhaupt nicht, das weiß ich noch. Und ich habe den dann verwendet, aber jetzt komme ich super gut mit dem zurecht. Ich finde, der ist einfach so tief schwarz und macht einen guten Wing, hält den ganzen Tag und ist einfach klasse. Also wie gesagt, wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Eyeliner, dann guckt euch den hier mal an. Finde ich toll von L'Oreal und wie gesagt, habe ich mir wieder nachgekauft. So, jetzt bin ich wirklich außer der Puste. Das ging jetzt ganz schön lange, das Video. Ich hoffe, ihr habt es bis hierher geschafft. Und ja, das, wie gesagt, war es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und würde mich selber ein Däumchen nach oben freuen, wenn dem so ist. Oder ein kostenloses Abo. Eure Meinung zu den Produkten natürlich auch unten in die Kommentare rein. Das ist natürlich alles immer subjektiv. Das wisst ihr ja mittlerweile, meine Meinung. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, aber deshalb freue ich mich natürlich über den Austausch mit euch. Schreibt mir eure Erfahrungen unten rein. Und ansonsten, wie gesagt, war es das für heute. Wir sehen uns sehr, sehr gerne beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao.